wollte meine Bock kneiten wissen. Guten Kick. Die große Revanche. Wir sind wieder da. Die Warzen gegen die Hayes-Hunter. Stell dich nochmal vor, für alle neuen Zuschauer. Mhm. Hallo, falls es auch irgendwer nicht mitbekommen hat, ich bin Manni Mark und das ist mein Kollege. Ich bin Fraulat. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Hayes, das ist Hunter und zusammen sind wir die Hayes-Hunter. Richtig. Das hätte ich dir so gleichzeitig sagen müssen. Boah, das wäre krass. Ja. Egal, für nächstes Mal. Für nächstes Mal. Man kann nicht immer alles direkt haben, wenn man muss dran bleiben. Eure Handys bereit? Ja, noch nie so bereit gehabt. So, zum Einloggen bereit hier. Der heiß für die Revanche. Ja, kurz nochmal vielleicht ein kleines Recap. Ne? Das Recap? Folge 1. Letzte Folge an. Genau, wenn ihr hier drauf geklickt habt und ab euch denkt, passt auf. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oben im I. Im I, ich kann echt im I was machen. Ja, dann mach im I was. Dann mach im I. Im I ist Quiz Folge 1. Und jetzt bei 3 spoilern wir, was das Ergebnis bei Folge 1 war. 2. Drei. Ich würde jetzt nochmal die alte Folge angucken. Ich würde jetzt nochmal ein Like da lassen. Halt auf, wir kommen wieder auf 30 Minuten. 3. Sieg. Sieg für die Atzen. Sieg für die Atzen. Mit 10 zu 4. Verdienter Sieg. Deswegen. Und es ist Best of 3, das heißt, ihr seid unter Druck jetzt. Ja, genau. Ja, du or die heute. Du or die. Winner takes it all. Und dann gehen wir wieder zurück zum Podcast. Also drückt lieber den Atzen diesmal nicht die Daumen. Wieso? Alles ist nicht gegen uns. Ihr habt die Instagram-Abstimmung so hardcore gewonnen, ne? Ihr wart da so bei 65%. Recht. Einmal auch nochmal für den Instagram-Video. Ja, jeder, der nach der Folge abgestimmt hat. Wir wollen schon mit 30 Minuten enden. Okay, einfach noch ein bisschen Frage. Werbung machen. Fangen wir an. Werbetrommel rüber. Die ersten 5 sind wieder normale Fragen. Alles okay, klar. Okay. Alles einfach klar. Nur noch eure Antwort einfach haben. Erste Frage: Welcher Verein hat im Jahr 2021 die meisten Trikots verkauft? Boah. Auf der Welt? Auf der Welt? Auf der Welt. Oder auf der Welt? Ja. Bist du dir so sicher? Ich bin mir da eigentlich relativ sicher. Hast du mal gelesen oder so? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Verein schon seit längerem die meisten Trikots verkauft. Aber, also, okay. Also zumindest 2022 meine ich. Okay. Dortmund ist die Nummer 1 der Welt. Ne? 21. Dortmund ist die Nummer 1 der Welt. Okay. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher. Wenn du dir sicher bist, Basti? Da hätte ich ja gar die Antwort gegeben. Dann? Nein, das war es nicht die Antwort. Das ist nicht was. Wir haben was eingeloggt. 2021. Und die auch was? 21. Letztes? Ja, das hätte ich auch. Dortmund ist es nicht. Let's go. Schade. Da müssen wir nochmal dumm auf jeden Fall von allen Leuten, die sich hier gerade angesprochen fühlen. Gleich okay, wir haben was. Ihr auch? Ja, ja. Wir haben FC Bayern München. Es ist FC Bayern München. Ja. Boah, echt? 3,6 Millionen. Ich wusste es. Paris hat knapp über 1 Million. Money Mark ist es. Trotz Messi. Als ob. Maschine. Bin nicht gut, oder? Ich hab das mal gehört. Aber hinter der Antwort stehe ich immer noch. Die Letzten werden die Ersten sein. Genau. Damit 1:0. Zweite Frage jetzt. Die Atzen. Stellt sich raus, ob ihr im Thema Regelkunde aufgepasst habt. Regelkunde? Ja. Okay. Was passiert, wenn man beim Einwurf ins eigene Tor wirft? Ich weiß. Wenn der Ball ins eigene Tor geworfen wird, wenn ich beim Einwurf den Ball in mein eigenes Tor, also ein Eigentor nach dem Einwurf, was passiert dann? Ehrlich? Okay. Ich war Schiri. Okay. Wir haben was. Ich würde sagen, dann passiert das hier. Die Atzen einfach, die ergänzen sich halt sehr gut. Vielleicht passiert auch ein Tor, ne? Also passt schon, Digga. Ja, was okay. Bedeutet. Ja, nehmen wir. Okay. Wir haben was? Indirekter Freistoß. Wir haben Ecke. Wir haben Ecke. Ecke. Ja, Ecke. Ja, da haben wir Schiri-Lehrgang. Beim Einwurf bei uns zählt das Tor einfach. Hab auch meinen Friend Stiley abrufen können als Schiedsrichter, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Es sei natürlich ein Spieler der gegnerischen Mannschaft berührt. Genau. Noch, dann ist es ein Eigentor. Dann ist es ein Eigentor. Aber Shoutout an Jean-Marie Pfaff an der Stelle. Die Atzen sind schon wieder. Ja, die Regelkunde 2:0. Ja, da hat er halt den Vorteil. Ja, genau. Das muss halt wissen, ob der Schiri schon. Luca lässt sich zwei Dinger, die man auch innerhalb von einer Sekunde beantworten konnte. Ich glaube nicht. Frage Nummer 3. Sammelt euch nochmal, welches Land gewann die erste WM 1930? Okay, was weiß ich. Ich bin mir eigentlich auch relativ sicher. Schon auch? Ja. 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 Ja, okay, eins von beiden. Ich war mir nicht sicher. Das ist eine einfache Frage. Ja, das ist wirklich eine einfache Frage. Ja. Okay. Ich nehme an, ihr habt auch Uruguay. Ja, wir haben auch Uruguay. Uruguay. Kurz schau da noch an Urs Winter. Ich weiß mal nur Ungarn oder Uruguay. Immer irgendwas mit. Keine Ahnung. Fünfer hat der die gegeben. Boah, mach schon Digga. Also wollen die Leute schon gut sein? Warum mit den Zinnen oder nur? Einfach nur sein Name. Herzlichen Glückwunsch, Fake Deusser zum Geburtstag. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen heute nämlich ein Deusers Geburtstag auf. Alles Gute. Alles Gute. Auf viele Weise. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Da muss jetzt einiges kommen von den Hayes Huntern. Stellt euch mal an. Welcher deutsche Spieler hat die meisten Champions League-Spiele? Schwer. Okay, ich habe jetzt 3 im Kopf. Ich glaube, es sind genau die 3, die ich auch im Kopf hatte. Champions League ab 92. Ich habe gesagt.
Thema, oder? Ich war, also es könnte schon sein, aber ich glaube eigentlich eher, dass einer von denen ist. Ich glaube, der hat halt auch. Der? Ja. Mhm. Ja, ist auch so. Oder der. Ich meine, Wir gehen damit rein. Okay. Der kann sehr, sehr, sehr gut sein. Also wenn dann, ich würde zum letzten Tendieren. Auch. Mhm. Würde ich auch. Würde ich auch sagen, wir nehmen. Habt ihr? Hätten was? Also ich hätte noch. Ich hätte nämlich Zeit sonst auch noch einen gesagt, wo ich mir sehr sicher bin, dass er richtig viele gemacht hat. Das weiß ich. Ja, aber die waren auch nicht jedes Jahr Champions League, wo der da war. Ja. Ja. Ja, dann lass dir ne. Okay, dann legen wir uns fest, Digga. Wir haben Manuel Neuer. Wir haben Thomas Müller. Ja, Benni, das ist natürlich. 34 Spiele, ich glaube Neuer hat irgendwie 3 oder 4 weniger. Ja, Weidenfeller hat auch sehr viel. Unsere Top 4 waren Neuer, Kroos. Boah, ich hätte großes Platz 3. Da haben wir auf jeden Fall alle, die haben wir Top 3 aufgeschrieben. Top 3 haben wir. Neuer, wir hätten gedacht, Neuer ist so Torwart. Ich dachte, das ist im Durchschnitt am weitesten. Spielt vielleicht nochmal ein bisschen häufiger. Ich war nicht so lange dran, weil diese eine halbe Saison verletzt hat. Ich habe richtig viel Ulreich im Kopf. Aber allein, wenn du eine Saison mehr spielst, dann hast du ja schon die 6 Gruppenspiele. Naja, safe. Okay. Okay. Alles klar. Passiert. 100%. Die Aufholjagd. Alter, ja, die 2. Wir geben unser Bestes. Mhm. In welchem Jahr gewann Deutschland mit Kapitän Julian Draxler den Confed Cup? Welches Jahr war das denn? Oh, warte mal. Ja, weiß ich. Ganz locker. Ich hätte jetzt, ich bin mit einem Jahr höher gegangen. Was ist das große Confed Cup? Was darfst du oder das? Ja, ich weiß, ich glaube, es ist das. Alle Frauenjäger kennt sich da so aus. Frauenjäger, Frauenarzt. Verlinkt mal mein Insta. Frauenjäger. Das müsste eigentlich immer mal bei. Ich denke mal, ihr habt auch dasselbe wie wir. Habt ihr was? Ja. 2017? 2019. 2017. 2018 war ja die WM, das war ein Jahr davor. Ja, ja. Das ist mal ein Jahr vor der WM. Ja, ja. Das ist das Test-Event für die richtige WM. Ich dachte, wenn Draxler, weißt du, wenn der Kapitän ist, dann muss der, ist der ja einer der Älteren. Weißt du? Ja, das war doch dieses Spiel. Richtig, das war dieses Turnier, wo. Und wieder zwei Fronten. Nicht mal zwei, oder? Ah, ne, stimmt. Die hatten ja den anderen. Ja, genau. 4-2 steht es wieder. 4-2, beste. Kommen wir in die nächste Kategorie. Die Schätzfrage. Shoutout 4-2. Die Schätzfrage. Allseits geliebten Schätzfragen. Ja, da müssen wir reinhauen. Ja, müssen wir sehr reinhauen. Manfred Kals und Nicole Czernoweski teilen sich den Rekord für die meisten Eigentore in der Bundesliga. Wie viele haben sie jeweils geschossen? Boah. Alter, das jeweils ist... Ich kenne beide nicht. Also die haben gleich nicht zu sagen. Okay. Okay. Es geht jetzt erstmal um eine realistische Anzahl von Eigentoren einzuschätzen. Dafür so was hier die richtige können. Richtung? Boah, ich glaube, das ist viel zu viel. Ja? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich wäre schon deutlich höher gegangen. Da kann schon mal passieren, dass du Oma in der Saison so viel hast, als ob sie immer gewinnen. Ich würde sowas hier sagen, sowas. Überleg mal, wenn der viele Tore hat, die wir auch gespielt haben. Ich kenne die beiden, ich habe noch nie gehört, die beiden. Kölsch und Westi hast du noch nie gehört, ne? So viel. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Kölsch und Westi kenne ich nicht, Digga. Ja, eher so, ja, ich würde eher... Das sind schon viele eigentlich. Aber das ist echt viel, ne? Das wäre schon echt kacke. Aber Niki Sühl hat auch mal 3 in der Saison gemacht. Ja. Okay, wir hatten was. Ich glaube, das ist auf Lager. Mach was. Lass uns das. Lass uns. Auch mal unter Druck setzen. Ich hab da schon das Gefühl, dass du hoch bist, aber okay. Ich würde es so nehmen. Ja, okay. Willst du lieber deine Zahl? Nein, nein, bleiben wir so. Okay. Wir haben 10, 12 und 6. Ja. 6 nur? Sehr gut. Ich hatte mit 5. Ja, war voll. Wollt ihr wissen, was die erste Zahl ist? Ich habe 23 aufgeschrieben. Digga. Das sind ja gerade, das sind so 6 Song gespielt haben. 6 Eigentore im Schnitt pro Song oder so. Die Frage vorlesen, aber der auch so, ja, 35. 35. Wer muss die vorlesen? Barney. Barney, Shoutout. Ja, ist vielleicht auch eigene Erfahrung einfach. Vielleicht hat der Junge schon das eine oder andere eigene Netz getroffen. Nächste Frage. Stark, Basti, Alter. Scheiße, Digga. Ja. Jetzt würde ich sagen, im Ernst, wenn die Hater. Wie viele Bundesliga-Tore macht der Hans-Jörg Butt in 387 Spielen? Ich weiß ungefähr, wie viel. Mann. Endlich mal eine Bayern-Flocke. Okay, ja, klingt gut. Ja, ja, das weiß ich. Das kommt auch hin. Ist klar. Alles klar. Ja, auf jeden Fall also nicht nur 5. Wenn ich richtig liege, dann, also, dann schon gute Punktlandung auf jeden Fall, das zu wissen. Extra Punkt, wenn wir genau richtig sind. Das ist in dem Bereich, würde ich sagen. So viel willst du sagen. Hat die Elfer geschossen, Digga. Ja, das weiß ich auch, aber mehr halt nicht, weißt du. Ja, ich auch nicht. Was wusste nicht. So? Doch, klar. Ich wusste, dass er die Elfer geschossen hat. Doch. Ich auch. Ja, ey, das ist jetzt wirklich peinlich, wenn ich hier komplett vorbeigehe, ja, aber ich glaube, das ist die richtige Zahl. Ich glaube, das ist die richtige Zahl. Ja, okay. Okay, wir haben 27. 41.
26. Boah, Alter. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Ich bin so da heute, Junge, wir sind so heftig da. Nur in der Bundesliga. Ja, hast du nicht gesagt. Doch, hab ich vorgelesen. Doch, ja. Glaube ich nicht. Wie viele Bundesliga-Tore? Ja. Boah, ey. Läuft, Junge. Läuft, die Absen sind. Ja, Digga, wenn das die 41 sind, dann weiß ich immer, woher das kommt. Ja? Es kann nicht sein, Digga, es kann nicht sein. 5-2, ne? Oder 6-2. Lass doch einfach dich am Ende überraschen, Digga. Lass dich überraschen. Wir führen auf jeden Fall. So. Es läuft gut. Dritte Schätzfrage. Wie oft stand Real Madrid seit 1955 im Finale der Champions League? Boah. Also auch Champions League und der... Pokal der Landesliga. Pokal der Landesliga. Okay. Weißt du, wie viele Siege die haben? Ja. Okay. Ja, so viele Siege haben sie doch, oder? Ja. So, ne? Ja. Einer mehr, aber. Und die haben. Na, wie viele Finals? Wie viele Finals haben die verloren, ne? Ja, ja, würde ich einfach sagen. So viel würdest du nicht so weniger. Mal zwei? Weniger. Nee. Weniger. Weniger? Weniger schon. 55, ne? Ja, okay, stimmt. Ja, ich glaube. Digga, wenn das jetzt okay, viel mehr sind, wir müssen mal taktisch auch ein bisschen mehr einschätzen. Also, was heißt jetzt viel mehr? Okay, wir hätten was. Ich würde schwer sagen. Spannend. Ey, ich würde. Ja, was würdest du sagen? Die immer nicht unter Druck, die sind schon. Der Druck ist sehr groß. Druck ist sehr groß. Ich hab nochmal ein Schluck Bier. Ich hab nochmal ein cooles Getränk da drauf. Nochmal schlecht sein. Ich würde sagen. Folgt mal auf Instagram rein. Ja. Genau, Instagram, Sportgemeinde Bolten. Jetzt einfach auch nochmal ein Like da lassen, während die Hayes Hunter kurz überlegen. Und nochmal kommentieren. Natürlich wetten jetzt alle auf die Atzen nach dem souveränen Auftreten bisher. Das ist einfach ein absolut souveräner Stiefel, der heruntergespielt wird. Ja, machen sie so. Okay. Ja. Wir haben 18. Wir haben 25. 17. Oder ist Real Madrid? Oh mein Gott, Real Madrid verlieren ja nicht so viel. Ja, die verlieren nicht so viel. Aber seit 55? 17, ne? Die haben ja 13 Titel. Ja, 14, oder? Das müssen wir. 13, ne? Mit dem letzten vielleicht 14. Wir verlieren auch keine Finals. Auf jeden Fall verlieren die dann. Na, egal. Nächste Frage. 55, Digga. Die haben schon seit 40 Jahren oder so kein Finale mehr verloren. Einfach bockstark. Ja, also einfach ultra souverän. Egal. Hier hoffe ich natürlich, dass die Antwort auch korrekt ist. Die habe ich natürlich selber mir zusammenführen müssen. Nächste Frage. Wie viele rote Karten hat Pepe in seiner Karriere bisher bekommen? Boah. In Pflichtspielen. In Pflichtspielen, okay. International und national. Länderspiel und Vereine. Ah, okay, Bruder. 80. Fast, aber du hast ja schon sehr gute Zahl draufgeschrieben. Ich gehe damit, ich bin mir. Ich würde so ich sagen, passt immer noch gut. Der ist ja dann auch sehr viel. Ja, guck mal, ein Ramos hat beispielsweise, glaube ich, Alter, viele. Rote. Ja. Aber sie reden wir von glatt, rote Karte, glatt und gelb-rot. Glatt und gelb-rot. Glatt und gelb-rot. Das war jetzt ein Ramos. Ich glaube, Rekord in der Bundesliga ist, glaube ich, 8. Pepe, es geht um Pepe. Ja, aber ich weiß, ich wollte mal so als Vergleich Ramos. Ramos ist natürlich nochmal Asozialer als Pepe, aber. Ramos ist doch, doch. Mehr rote Karten hat er, glaube ich, schon. Ich habe einen Pepe wie ein Asozialer in Erinnerung. Egal, ich glaube. Ich würde damit sowas gehen. Pepe ist auch immer Asozialer als Ramos. Lass den Schnitt machen. Die Mitte. So. Okay, wir haben was. Mach zwei drauf, dann passt. Okay. Klappt, Jungs? Wir haben 24. Wir haben 35. 16. Ja. Bruder, siehste. Du hattest eine 55. Ich hatte eine 40. Bisschen verkalkuliert. Ja, schade. Egal. Den Punkt habt ihr ja trotzdem mitgenommen. Zur letzten Kategorie, im großen Duell. Vielleicht ist es auch das letzte Duell in dieser Konstellation. Kann natürlich sein. Kann gut sein. Reinhauen, Digga. Kann aber auch nicht sein. Wollt ihr mal im Schnickschnack-Knuck auslosen, wer anfängt? Schnickschnack-Knuck. Spielen diesmal auch mit Nachziehen. Wir machen ohne Nachziehen. Ohne Nachziehen. Der wächst uns ja eben an. Der wächst uns eben mit Anfang, aber ich würde auch ohne Nachziehen machen. Nachziehen ist nicht zu. Schreien wir raus! Nee, wir lassen da drin. Ja, und nachziehen. Nee, nur ziehen, Homo. Mhm. Nur ziehen, genau. Okay, erste Frage, oder erste Kategorie. Wenn wir Vereine bei den Marco Marin Profi war. Okay. Boah, das ist okay, wir fangen an, ne? Ja. Ein bisschen ruhiger, ja. Ich muss die auch abhaken. Ja. Werder Bremen. Roter Stern Belgrad. Richtig. Ja, lass mich die nächsten machen. Chelsea. Richtig. Warte, jetzt, ja, den wollte ich halt nennen. Ich weiß auch, ich weiß nicht viele, nein, ich weiß nicht viele. War überall, Bruder. Ja, der war halt wirklich überall. Marco Marin einfach. Marco Marin, Digga, das sind jetzt schon die drei offensichtlichen, ne? Ja, einen gibt's auf jeden Fall noch, einen offensichtlichen. Einen offensichtlichen gibt's, ne? Ja, ich glaube nicht, Digga. Ja.
Wir sind dran, ne? Ich hab halt keine Ahnung. Nee, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ey, bei uns ist das auch dünn. Also es wird sehr, sehr dünn. Bei uns ist auch ganz. Aber der kann halt auch überall gewesen sein. Ja, also, der war auch überall. Zwei der war auch irgendwo in irgendwas Arabischen, glaube ich. Ja, der war, aber das ist halt auch kacke. Ja, Türkei könnte ja auch gewesen sein. Weil so Arabisch. Ja, ich kann dir den arabischen Namen jetzt. Al-Ahli gibt's, Digga. Al-Hilal gibt's auch. Al-Hilal gibt's auch, genau. Da auch bestimmt einer war es jetzt wahrscheinlich. Auch safe in China oder so irgendwo, Digga. Ja, bestimmt, Digga. Bisschen Kobe. Komm, eigentlich für die zwei Namen. Aber bisschen Kobe ist auch in Japan. Ich glaube, der könnte da echt gewesen sein, wie du gesagt hast. Aber der war da auch. Soll ich sagen? Ja, was nennen wir? Al-Hilal oder Al-Hilal? Nein, nicht einen, der... Ach so. Der ist ja komplett vogelwild. Ja, also ich würde Gladbach eigentlich sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Sag ich das? Ja, komm, Digga, mir fällt auch keiner ein. Ja, der war bei Gladbach! Wichtig! Vor Bremen, der ist von Gladbach. Jetzt aber warte mal ganz kurz, wir sind noch dran, ne? Ja, ihr seid jetzt dran. Wir haben auch noch nicht gewonnen, ne? Wir haben einfach nur Gladbach richtig gesagt. War das schon ein Sieg eigentlich? War schon geil. Boah, ich hab ja auch in Spanien und ich hab ich. Es gibt halt so viele Vereine in der Wahl. Der ist ja so umgegangen, weil komplett Vereine, die ich jetzt noch hab. Er war auf jeden Fall in Spanien. Sieben verschiedene Länder. Ja, lass einfach nehmen. Wir versuchen jetzt einfach Sevilla. Richtig. Nein. Mein Gott, weil ich da bin. FC. Ja. Okay. Weil ich da bin, Junge. Wusste ich doch. Junge, die Arzten. Jetzt wird's schwer. Weil jetzt habe ich auch nichts mehr, glaube ich. Ich wusste Spanien, dann bin ich aus Sevilla gekommen, aber jetzt wüsste ich nicht mehr das Land so richtig. Russland? Ich habe irgendwie das Gefühl, der war in Russland, Digga. Ich sag, der war bei ZSKA. Hätte ich auch am ehesten gesagt. Nicht? Ich hätte jetzt. War der irgendwo in Russland? Vorbei? Ist er jetzt vorbei? Der war nicht in Russland. Türkei? War Al-Hilal war der in der Türkei? Lies einfach vor. Ja, lies echt mal vor. Al-Hilal war falsch, aber. Er war noch bei Florenz, Anderlecht, Trabzonspor. Oh, Trabzonspor. Das wusste ich sogar, dass er bei Trabzonspor war. Pireus, nein. Pireus, Pireus hätte ich auch wissen. Was hast du gesagt? Was? Al-Ahli? Al-Ahli. Anderlecht. Al-Ahli. Nein, oder? Nein, oder? Sag ruhig. So, ja, Al-Hilal. Und wenn die so nein, ich mein, nein, dann soll ich nehmen, Digga. Ich war mir sicher, dass der da war, wenn ich in welchem Verein ging. Da ist der nächste. Ich war die ganze Zeit Trabzon auch nochmal. Belgien. Naja, ist jetzt auch gleich. In Griechenland hätte ich jetzt nur so angedeutet, aber ich weiß jetzt nicht mehr. War das nicht, wo der Clubhaus dann mit der Pistole auf dem Rasen gerannt ist und deswegen sind die alle abgehauen? Nee, das war ein anderer Verein. Das war Piraeus. Nein, das war nicht Piraeus, das war Panathinaikos. Ich weiß, dass das war. Doch, ja, ich habe recht. Weiß ich alles. Bringt mir halt nichts zu dem Punkt, aber weiß ich. Wäre jetzt eigentlich eine coole Frage für nächste Kategorie. Die nächste Frage. Welche Spiel wurde abgebrochen, weil der Präsident wohl aufs Spiel gelaufen ist? Okay. Jetzt fangen wir nicht genau, an. Genau, jetzt fangen die Ace an. Und zwar geht es diesmal um den Weltmeister-Kader von 2014. Boah, der Kader jetzt. Kevin Großkreuz. Ja, da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Nee, brauchst du nicht. Ist richtig. Das ist auch wichtig. Erik Durm. Ja, taktisch, ne? Könnte ich mal offensichtlicher rausnehmen, oder? Ja, ich hätte es mehr Position bekommen. Ja, keine Ahnung, Manuel Neuer. Benny Hoeneß. Falsch. Benny Hoeneß. Ron Robert Zieler. Das ist ja kein offensichtlicher. Ja, aber sein Torwart ist und der war auf jeden Fall dabei. Ja, aber. Weinfeller. Vielleicht wissen die ja nicht. Doch, klar. Zieler und Weinfeller kriegt man wohl noch. Mats Hummels. Also da muss jetzt nicht im Finale gespielt haben, einfach Kader, den die mitgenommen haben. Chris Kramer. Ja, wichtig. Wichtiger Mann. Ja. Jerome Boateng. Ja. Mustafi. Ja. Weltmeister, verdienter Weltmeister. Zu Recht. Wo sind wir gerade? Uns Toni, Digga. Klose. Wo ist er, Digga? Warte. Toni war dabei, Digga. Toni war dabei. Lass ihn aber abhaken. Nicht, dass den Wasser. Sind wir wieder? Sami Khedira. Klose hatten wir noch, ne? Ja, hat er gesagt. Ja, dann nimm jetzt mal. Sami Khedira. Philipp. Bastian Schweinsteiger. Und jetzt kommt einer, der hat zwar, glaube ich, nicht ein einziges Spiel gespielt, aber er war als Motivator dabei. Kevin Großkreuz. Lukas Podolski. Ja, richtig. André Schürrle. Hat aber ein bisschen gespielt. Ich dachte, der war eigentlich hauptsächlich Motivator dabei. Ja, dann können ja echt auf alle kommen, Digga. M. Götze. M. Götze, 27. T. Müller. T. Müller 13. Mesut Özil. Wer? Mesut Özil. Ja, das sagt mir gar nichts. Langsam. Wir sind ein Team. Boah, ey.
Der müsste eigentlich. Julian Draxler war dabei. Julian Draxler war dabei. Richtig. Alter, der war wichtig. Mhm. Ja, wir haben keine Ahnung mehr, wir sagen einfach Gnorn. Okay. Jawohl. Wir hätten Jonas Hector noch gesagt. Ja, ja. Nicht dabei. Ja, der war 2016 das erste Mal dabei. Wer war der? Der hat die ganze Zeit in den Eissammel gehockt. Oh mein Gott, wir sind hier durch! Das darf man jetzt natürlich mal wieder reinschneiden, weil wir einfach die größten Hornhopsen sind. Matze Ginter. Matze Ginter war da. Oh mein Gott, zwei Innenverteidiger noch. Ich sag schon, ich sag noch, wir haben, glaube ich, schon fast. Aber Digga, wie wenig Flügelspieler haben wir dabei? Ja, wir haben Verteidiger, haben wir einen Lahm, einen Kramer, einen Hövedes, einen Dorm, einen Boateng, einen Hummels, einen Ginter. Du musst jetzt nicht immer alles aufzählen, Digga. Und Mustafi. Mach mal nächste Frage, Hoffi. Und Kevin Großkreuz. Oh, weiter. Ja, Kevin Großkreuz wäre ja damals ein Winger gewesen. Das Großfinale. Ja. Das Großfinale. Ja. Können die Haze Hunter ihre Ehre noch retten oder nicht? Achso, wir haben schon gewonnen, oder ich nicht? Ich weiß gar nicht, wie ich spiele. Ich hab jetzt auch nicht nachgeguckt. Aber es sind noch zwei Fragen. Eine. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, gewonnen. Ja, egal. Für die Ehre noch. Ist eine gerade oder eine ungerade Anzahl? Vielleicht erklärt die sich auch noch bereit für die alles entscheidende dritte. Mach erstmal die Frage. Und zwar geht es um Spieler mit Bundesliga-Hattrick in den letzten 10 Jahren. Geile Frage. Wir fangen an. Okay. Ja, wir fangen an. Wollt ihr nicht anfangen? Ja, wir müssen anfangen. Achso, wir sagen Lewandowski. Luka Jovic. Haaland. Ja. Ruben Hennings. Boah, gottlos. Wir hatten Bescheid. Der war gar nicht in der Liste, aber das stimmt aber. In den letzten 10 Jahren. Warum war der nicht in der Liste, der Hund? In Abby, der Hund, der Goat. Der Ziege. Ich meine, der Typ, der die Liste geschrieben hat. Ja, okay. Der war echt nicht in der Liste drin. Bei Schalke könnten einen Hund. Was war das denn? Das könnte ich ja wenn du mit Kindeschmerzen fangen. Ich weiß halt nicht, ob die damals noch so krass waren. Das wäre jetzt in München, Digga. Hat er auch direkt noch besser gefallen. Ich weiß, wenn du meinst, das ist auch meiner. Müller ist echt. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, dann. Da fehlen halt welche dann, ne? Das ist halt kacke. Wir gehen erstmal, ich würde jetzt sagen, also das allererste Mal würde ich jetzt mit einem. Wir würden jetzt mit Thomas Müller. Thomas Müller. Schnellst nicht auf meiner Liste. Nicht drauf! Krass. Ach komm. So, okay. Wir haben das nochmal nachgeguckt. Anscheinend hat Müller keinen Hattrick gemacht. Schon einen gemacht, aber nicht in den letzten 10 Jahren. Punkt geht an die Haze Hunter. Ja, Punkt geht an euch. Was ist der Endstand dieser Folge? Wir müssen natürlich erstmal hier mit den Taschenrechner. Ich glaube auch zwei Abstand noch oder so. 100%. Ja, wir haben jetzt also dafür Anfang haben wir in der ersten Runde rasiert. In der ersten Runde haben wir es abgegeben, wenn das jetzt nicht reicht. Ja. Gesamtstand 1, 2. 2 bis 3 sogar Abstand, glaube ich. Also auch. Wir haben im Duell nochmal ordentlich reingehauen, aber. Die Ace Center 5 Punkte geholt. Die haben auf jeden Fall 7 oder 8. Und die Ärzte haben 8 Punkte. Ja. Ja. Und damit geht das Best of 3 nach 2 Duellen schon. Danke an unseren Moderator. Ja, an die Atzen natürlich. Stark. Stark, Bassi. Stark. Einfach super gespielt, auch von uns. Wer auf die Atz gesetzt hat, ich würde sagen, man muss ganz ehrlich sagen, ne, heute die erste Runde mit den normalen Fragen. Bock stark von euch. So, das war's mit der ersten Staffel. Die erste Staffel. Season 1. Season 1. In der nächsten Staffel erwartet euch Florian Slomke. Genau. Ich übernehme den Job als Moderator und unsere beiden Teams. Sollen wir uns auch vorstellen? Wir haben noch, keine Teamnamen. Teamnamen sehen wir bald in Instagram. Ja, genau. Richtig. Also, wir haben noch Vorschläge für Inspiration. Deswegen passt auf, deswegen folgt jetzt auf Instagram, damit ihr auch auf jeden Fall mitbekommt, wer die nächsten beiden Teams sind. Genau das nämlich. Anderweitig werdet ihr bei den nächsten Runden einfach überrascht, aber natürlich ist es besser, wenn man sich vorher schon mal anschauen kann, wer hier der Favorit sein wird. Ich bin jetzt schon gespannt, was der Florian für uns bereithält. Ja, auf jeden Fall. Kann nicht mehr lange dauern. Genau. Seid auf jeden Fall gespannt. Runde 1 an die Atzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Sehen wir uns wieder. Wir sehen uns. Peace out. Bis dann.